Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Startup in Cars. Ich hole jetzt gleich Sina und Jonas ab und die werden mir ihr Unternehmen Lionslide vorstellen und da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf. Hallo, Herr Reichpatriot. Hello, hello. Hi. Oh. Hi Jonas. Hallo. Hi Sina. Ja, dann let's go. Schulterblick wie immer in jeder Episode. Los geht's. Erzählt doch mal, was macht ihr denn? Ja, wir sind Sina und Jonas von Lionslide. Lionslide wurde Ende letzten Jahres, also 2022, ins Leben gerufen und steht für luxuriöse Duftkerzen, Raumdüfte und Dekoartikel. Okay, wie kommt man jetzt genau auf Duftkerzen? Also wir haben schon immer, oder wir waren schon immer so die Duftkerzen-Fanatiker. Auch also, wenn man als Mann jetzt... Ich wollte gerade sagen, wer von euch ist der Romantiker? Wir beide. Ja, okay. Aber eher mehr, muss ich dazu sagen. Ja, als Mann hat man eigentlich nicht so die Berührungspunkte mit Duftkerzen. Ja. Aber ich finde einfach, dass Duftkerzen edel aussehen können, wenn man sie gut dekoriert, gut stylt. Ja, ich habe den auch schon mal auf eurer Webseite gesehen. Das sieht ja schon sehr gut aus. Ja. Und es gibt einfach sehr viele Duftkerzen, die irgendwie ein buntes Glas haben, bei denen das Etikett bunt ist oder uns nicht so gefällt. Ja. Und wir sind halt eher so die schlichten Menschen. Deswegen, unsere Duftkerzen sind auch schwarz mit weißer Schrift, also das Etikett schwarz-weiß. Sehr schlicht gehalten, kann man eigentlich in jeder Wohnung dekorieren. Wir haben uns da auch so ein bisschen an so anderen Luxusmarken orientiert. Also wenn man jetzt gerade sich mal so mit Prada und Chanel die Seiten anguckt oder generell die Marken anguckt, fanden wir mal sehr schön, dass es alles sehr schlicht, sehr edel gehalten ist. Die Schriftart auch gar nicht so groß verschnörgelt oder so. Und haben wir gedacht, das steht für Luxus. Wir sehen das so, dass es für Luxus steht und dass es eigentlich auch ganz gut zu Lionslide passen würde. Und deswegen haben wir es so gemacht. Und wie kommt man, also ich meine, Kerzenmarkt, ich habe mich mit dem Kerzenmarkt tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Das glaube ich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Markt sehr groß ist und auf dass da Fall. Auf jeden Fall ein riesen Haifischbecken ist. Ja, riesig. Das stimmt. Also die meisten Kerzen, die verkauft werden, sind einfach kleinere Kerzen, kleinere Duftkerzen. Mhm. Das hebt uns auch so ein bisschen von der Konkurrenz ab. Also unsere Duftkerzen sind groß, wir nennen sie XL-Duftkerzen. Okay, ja. Normalerweise hat man in so einer Duftkerze ein Docht drin. Okay. Wir haben bei uns drei und so eine normale Kerze kommt also natürlich. Also es lebt länger als nur ein romantischer Abend. Ne? Oh ja. Da kann man mehrere romantische Abende verbringen. Genau. Okay, und sind die speziell hergestellt oder was habt ihr jetzt, was andere vielleicht jetzt gleich, die Größe jetzt, aber was? Ja, wir haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass sie nicht in China produziert wird. Okay. Ja. Weil die Konkurrenz, sehr viele produzieren in China, ist einfach günstiger. Ja. Aber da haben wir Wert drauf gelegt. Also unsere Kerzen werden in Europa, in Spanien produziert. Genau, eine kleine traditionelle Manufaktur in Spanien, die es auch schon viele, viele, viele Jahre machen. Ich glaube sogar fast schon 100 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja. Die sind da also wirklich Experten und es war uns auch wichtig, auch gerade das Thema Veganismus oder generell vegane Kerzen, das ist ja voll auf dem Vormarsch, sage ich jetzt mal. Immer mehr Leute legen Wert darauf, dass die Kerzen vegan sind. Nicht nur ihren Lebensstil, sondern auch alles ums Leben herum, dass es vegan ist. Und dazu gehören auch Kerzen. Die sind auch, dadurch, dass sie vegan sind, sie sind nämlich aus Sojawachs hergestellt. Ach ja, okay. Ja, Sojawachs. Und Sojawachs hat ganz viele Vorteile. Es war uns nämlich auch wichtig, deswegen haben wir uns für Sojawachs entschieden. Nämlich zum Beispiel, dass es biologisch abbaubar ist. Es ist umweltfreundlich es rußt auch nicht beim Abbrennen, was Paraffinwachs macht. Paraffinwachs ist ein künstlich hergestelltes Wachs. Und das war uns auch super wichtig, weil es einfach auch für dein Zuhause, für deine Gesundheit einfach besser ist. Okay. Ja. Und die Kerzen werden auch handgegossen, also nicht irgendwie maschinell hergestellt. Wir haben auch damals, als wir auf die Idee gekommen sind, uns ein großes Kerzenglas besorgt, haben versucht, selbst zu gießen. Okay. Hat auch funktioniert. Aber es ist einfach von der Zeit her. Es ist eine Höllenarbeit, das ist ein Riesenaufwand. Ja, das auch. Aber wenn man das natürlich in einer größeren Menge macht, der Aufwand ist einfach zu groß. Ja. Aber jetzt nochmal zur Idee. Ihr seid ja nicht einfach aufgestanden und gesagt, heute machen wir Kerzen. Nee. Wie kam es dazu? Ja, wir haben Kerzen schon immer gemocht. Nur wir sind irgendwie dann mal drauf gekommen, dass wir gerne eine große Kerze hätten, die
schlicht ist. Mhm. Und edel aussieht. Ja, edel aussieht, nicht so eine kleine mit einem bunten Glas. Und noch dazu auch, dass sie besonders riecht, weil meistens kennt man nur diese Standarddüfte irgendwie Vanille. Also Vanille finde ich schrecklich. Ja, also viele, die es schrecklich finden. Vanille und sowas. Also Vanilleeis esse ich gerne. So. Ja. Aber man auch sieht, aber Vanillegeruch in der Kerze finde ich jetzt zum Beispiel anstrengend. Da muss man aber auch sagen, unsere Nummer 1 ist Vanille mit Tabak gemischt. Ja. Also ja. Aha. Das aber wird wahrscheinlich da nicht so dein Favorit sein, aber... Ich rieche das nachher. Du darfst, genau, du darfst mal riechen. Mal das ist wirklich unser Bestseller. Das ist die Kerze, die am meisten gekauft wird bei uns. Und ich finde auch gar nicht, dass man die Vanille so arg herausriecht. Das ist so ein Zusammenspiel von verschiedenen Duftnoten. Und ich glaube, die man so kaufen kann, glaube ich, die sind auch nur pure Vanille. Ja, genau. Die meistens. Ja, ja. Aber das Zusammenspiel von den Duftnoten, die da drin sind, das ist auch das, was wir oder was uns wichtig war, dass es nicht so eine 0815 Duftrichtung ist, sondern dass es wirklich ein Zusammenspiel von verschiedenen Aromen ist, dass man ja so einen schönen Duft daraus kreiert. Und das hat die traditionelle Manufaktur in Spanien, wo wir das herstellen lassen, haben die sehr gut gelöst, finde ich. Und das wirst du auch später riechen. Also es riecht nicht nur nach einer Duftnote. Ja, nee, aber nochmal, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ja. Wir haben uns dann so ein bisschen schlau gemacht im Internet, haben geschaut. Also klar, erstmal selbst ausprobiert, selbst gegossen. Und gemerkt, nee, das ist ein bisschen zu anstrengend. Genau, ja. Zu zeitaufwendig, weil wir haben ja auch noch normale Jobs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das so null... Das wäre auch meine nächste Frage jetzt wir gewesen. Sind nicht von 0 auf 100. Machen wir erstmal das fertig. Ja, wir haben uns dann im Internet schlau gemacht, haben dann Firmen gesucht oder Unternehmen, wo Kerzen produziert werden. Natürlich wurde da der chinesische Markt wieder ganz in den Vordergrund hergestellt. Und dann, also das hat wirklich sehr lange gedauert, bis wir da ein Unternehmen gefunden haben, was in Europa ist, was auch die Menge produziert. Weil wir können jetzt beim ersten Drop, nenne ich es mal so, können wir jetzt nicht irgendwie 50.000 Kerzen ordern. Mhm. Ja. Und dann haben wir jetzt, unsere erste Bestellung waren in Summe 300 Kerzen, also pro Duft 100 Stück und 200 Raumdüfte. Aber wir legen eher so, oder das Hauptmerkmal liegt auf die Duftkerzen. Okay. Genau. Raumdüfte war nur so ein, dass wir noch zusätzlich was haben. Was mir auch gerade noch einfällt, weil du ja die Frage gestellt hast, wie wir drauf gekommen sind. Also es war eigentlich unsere beide Idee, aber Jonas ist ein sehr, sehr großer Parfüm-Fan. Er hat so viele Parfüms. Schon also zwei. Sehr gut. Er hat so viele und es... Für mich war es irgendwie schon immer klar, dass wenn wir mal was machen oder generell auch für ihn war es, glaube ich, klar, dann muss es irgendwas mit Geruch zu tun haben, mit Düften zu tun haben, weil er hat wirklich so viele verschiedene Parfums, die gehen alle in so verschiedene Richtungen. Also es ist nicht irgendwie sehr ähnlich jedes Parfum, sondern die sind alle sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wir haben dann einfach gedacht, so ey, wie kann man das mit was verbinden, weil... Ja. Auf den Parfümmarkt einzusteigen, ist noch viel schwieriger als auf den Kerzenmarkt. Und wir waren immer sehr, sehr große Kerzenfans. Und ich glaube, wir haben diese zwei Ideen, so hey, große Duftkerzen, XL-Duftkerzen mit drei Dochten und sehr, sehr gute Aromen zu kombinieren, dann irgendwie so zusammengesteckt. Und so ist es irgendwie dann entstanden. Und gut riechen ist sehr wichtig. Ja, das stimmt. Und also ich bin auch sehr geruchsempfindlich. Natürlich muss auch das Eigenheim gut riechen. Genau. Ja, die Wohnung oder das Haus muss auch gut riechen. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir eine Duftkerze, die gut aussieht und gut riecht. Ja, cool. Ihr habt gesagt, ihr habt noch private Jobs neben der Kerzenmanufaktur. Genau. Was macht ihr denn noch so? Also ich bin bei DB Schenker, Logistikdienstleister im Vertrieb. Da kann man ja im Prinzip auch Abstrahleffekte nutzen vom Vertrieb. Vertrieb Kerze ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Ja, ist ein großer Unterschied, aber ja. Ja, die Grundstruktur kann man nutzen. Hat uns auf jeden Fall schon, gerade als es um das Thema Shipping und so ging, ein bisschen weitergeholfen. Wenn es mal ein paar mehr Kerzen erkannte sich da aus. Da kenne ich mich halt aus und das ist dann schon vom Vorteil auf jeden Fall. Ja. Und Tina, bei dir? Ja, ich arbeite bei einer, bekannteren Marke auch, Pure Lay. Ach ja. Wird vielleicht ein paar Leuten was sagen. Ja, natürlich. Bin da jetzt auch schon 5 Jahre oder über 5 Jahre sogar und habe gesehen, wie die Firma gewachsen ist. Also wir waren damals 8 Leute, als ich angefangen habe 2017 und sind jetzt bei 170, müsste ich lügen. Ja, und habe natürlich auch viel gelernt dort. Und das kann ich jetzt auch bei unserer Marke anwenden, nutzen, was ich gelernt habe dort.
Und ja, für die Leute, die Pure Lay vielleicht nicht kennen, ist eine Schmuckbrand, die hat sehr viel im, oder ist groß geworden im Social-Media-Bereich. Ja. Mittlerweile haben sie nicht nur Schmuck, sondern auch ganz viele Lifestyle-Sachen und ja, und da habe ich kommen auch aus Mannheim. Genau. Da habe ich auf jeden Fall viel gelernt und ich bin auch stolz. Ich kann mit Stolz sagen, dass einer meiner Chefs sogar auch Produkte von Lineslide zu Hause stehen ach, tatsächlich. Hat und uns unterstützt hat. Also pure Line hatten wir bei uns noch nicht drin. Die könnten wir auch mal mit in den Taycan ziehen. Ich kann sie gerne fragen. Ich genau, kann sie gerne fragen. Ja. Ihr habt 3 Kerzen ne? Im Sortiment, habe ich gesehen. Genau. Klar, wie unterscheiden sie sich jetzt vom Duft, ist klar. Mhm. Habt ihr davor, weitere Kerzendüfte rauszubringen oder was ist denn eure Strategie da an dem? Also wir wollen auf jeden Fall, dass jetzt für die Zukunft unser Unternehmen wächst, im Sinne von, dass es bekannter wird, aber auch, dass wir mehr Produkte in unser Sortiment mit reinnehmen. Ich glaube, so das langfristige Ziel ist auf jeden Fall, die Marke natürlich bekannter und größer werden zu lassen, aber dass wir uns auch im Deko-Bereich mehr etablieren, weil wir haben jetzt nicht nur Kerzen und Raumdüfte, das sind so unsere Hauptmerkmale an Produkten. Wir haben auch Deko-Tabletts zum Beispiel in kleiner und in größerer Größe, die wir sogar selbst herstellen, also die wir gar nicht irgendwo einkaufen, sondern die wir selbst zu Hause herstellen und dass wir uns einfach mehr in diesem Deko-Bereich noch etablieren, ein bisschen größer werden, ja, dass wir auch mehrere Geschmäcker treffen. Und die 900 Kerzen, habt ihr die schon alle verkauft? Oder? 300. 300. Nee, also 100 pro Duft. 100 ach, 100 pro Duft. Genau. Nee, alle sind noch nicht weg. Also ich muss sagen, jetzt über die Weihnachtszeit, also wir sind am 1.12. letztes Jahr online gegangen. Ah, da ging schon recht viele weg. Ja. Jetzt, wo es natürlich wärmer wird, gibt es natürlich dann auch manchmal so einen gewissen Stillstand, sage ich jetzt mal, ein paar Tage, die ruhig sind. Ja. Und natürlich ist auch die jetzige Situation sehr schwierig. Ja. Wegen Krieg, alles wird teurer. Inflation. Die Leute sind auch nicht mehr bereit, jetzt so viel Geld für eine Duftkerze auszugeben. Was kostet eine Kerze? 49,90 Euro. Okay. Und die denken sich dann halt, komm, ich hole mir irgendwie beim Depot oder in der Ikea eine Duftkerze, die nur 9 Euro kostet. Ja, da ist halt der Unterschied, dass das halt meistens Paraffinwachs ist. Und die Leute, die hören halt erst den Preis 49,90 oder nicht die Leute unbedingt, aber manche Leute hören nicht, den Preis, genau, wissen nicht, was dahinter steckt, hören erstmal 49,90, wobei wir gar nicht so teuer sind, wenn man den Markt mal vergleicht, wenn wir uns gerade mit Rituals oder mit Avon May vergleichen, sind wir eigentlich recht gleich, sogar noch günstiger ein bisschen. Auch von der Menge her. Ja, wir kaufen natürlich in viel kleinerer Menge ein, haben eine viel kleinere Marge. Das ist ich meine jetzt eher von der Füllmenge. Unsere Kerze hat ja 600 Gramm, andere Kerzen haben jetzt beispielsweise 100 Gramm. Ja. Ja. Nur trotzdem wirkt es halt vom Preis her sehr teuer, auch wenn die Kerze teurer ist. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass ich einfach mal die Kerzen nach und nach auspacke und du mal riechst und vielleicht auch versuchst rauszufinden, was drin sein könnte. Okay, ich probiere es mal. Vielleicht bei. Ja, es wird nicht einfach sein, aber. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir vielleicht an der Ampel stehen. Oder wie machen wir das? Wie ist denn das? Meinst du, während der Fahrt darf man da mal riechen? Wie ist denn das? Ja, ich halte es dir. Ja, genau. Also ich denke von mir, dass ich eine gute Nase habe. Ja, wenn du Parfüm-Fan bist, ne? Vor uns ein Kunde, auch nicht schlecht. Die sind aber echt groß. Ja, ja, die sind groß, ne? So, also das ist auch sehr schwierig, sie in Szene zu setzen, dass man die Größe Duftkerze erkennt. Duftkerze, schlicht. Nummer 1. Genau, die Nummer 1. Ich werde jetzt einfach mal aufmachen. Da ist auf jeden Fall Vanille drin. Ja. Ja. Und wahrscheinlich hier, denkst du uns, was du gesagt hast vorhin, Tabak. Ja. Genau. Also das wird jetzt nicht dein Favorit sein, aber es ist okay. Sehr gut ist erkannt. Okay. Ist okay. Also, Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. Aber sieht schon mal sehr stylisch aus auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich gebe dir den gerade mal. Ja. So. Auch die Verpackung, ne? Also ich bin ja auch so ein Das Verpackungsfan. War uns, und wenn schon was toll verpackt ist, dann. Man muss auch dazu sagen, wir haben die Designs komplett alles selbst gemacht. Also wir haben das nicht irgendwo in Auftrag gegeben. Wir haben uns da wirklich selbst damit beschäftigt, uns mit diesen Designprogrammen auseinandergesetzt. Wir kommen jetzt beide nicht vom Fach. Aber es hat uns sehr lange Zeit gekostet, bis wir da wirklich zufrieden waren. Und wir haben auch nur positive Rückmeldungen gekriegt bis jetzt, was das Design angeht. So, die Nummer 2. Es ist sehr süßlich. Frischer auch. Was würdest du. Ja, lass nochmal einen Zug nehmen. Ja. Aber nicht, dass du hier gleich rechts oder links rausfährst. Boah, was ist das jetzt?
zünd mal an. Ja, das wird schwierig. Jetzt lassen wir mal. Man lass mal ganz kurz mal hier rauffahren. Und dann rieche ich nochmal. Also. Kommt dir irgendeine... Was Blumiges? Ja. Ja. Kommt dir eine Blume in den Kopf vielleicht? Ich nehme nochmal ein. Komm, gib mir nochmal. Komm, einen kriegst du noch. Aber es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Also da ist was Blumiges drin. Also. Eine weiße Blume, würde ich sagen. Ist was eine weiße Blume drin? Ich finde, es riecht nach einer weißen Blume. Ne? Eigentlich jetzt... Also die Blume gibt es in unterschiedlichen Farben. Ah ja, okay. Wir sagen es dir. Ja, komm. Es ist drin Rose und Oud. Echt? Ja. Also ich liebe ja Oud-Düfte. Ich finde, da ist gar nicht so... Oud ist sehr, ja, wie soll man sagen, nicht so viel drin. Der, also Oud kommt ist nicht so stark durch. Rosig. Ja, eher rosig. Ja, okay, jetzt, ja, okay, jetzt wo du es sagst. Aber man muss natürlich auch sagen, ein bisschen, wenn, wenn die abbrennen, tut sich das nochmal mit dem Abbrennen vermischen. Ah, okay. Ne? Also es wird dann nochmal ein bisschen, ich nenne es jetzt mal holziger, das ist die falsche Beschreibung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Auch intensiver. Intensiver, auf jeden Fall intensiver. Also wir haben immer als Rückmeldung bekommen, dass, wenn es im Wohnzimmer angezündet worden ist, dass das komplette Wohnzimmer wirklich geduftet hat und das wirklich richtig intensiv war, aber nicht aufdringlich. Ja, weil bei anderen Marken, die machen halt so wenig Duftanteil rein, dass der Duft gar nicht so gut durchkommt, sag ich jetzt mal. Es war uns auch wichtig, dass man auch wirklich was von der Kerze hat, wenn sie angezündet ist. Dass es wirklich eher wie so eine Art Raumspray ist. Das riecht jetzt ganz anders. Das rieche ich jetzt schon. Ja. Mhm. Sehr ist intensiv. Sehr, sehr frisch, würde ich jetzt sagen. Das erste war jetzt, das zweite war jetzt blumig. Das ist jetzt eher frischer. Ja. Das riechst du jetzt schon. Mm. Die riecht aber echt krass. Die riecht richtig frisch. Mhm. Nicht fresh. Die sind sehr unterschiedlich, die drei. Das war uns auch wichtig, dass wir da so viele Geschmäcker wie möglich treffen können. Klar, man kann jetzt bei Duftkerzen nicht so diese typischen Männerdüfte nehmen. Ja. Weil natürlich doch eher... Also ich bin eher so ein Oud-Fan eigentlich. Ja. Also ich glaube, mir wäre jetzt eher so das Zweite, was mir jetzt zusagt. Aber das finde ich auch für... Keine Ahnung, die sind ja eher so... Für den, also Oud oder so, wissen nicht mehr für so Wintermonate, sag ich jetzt mal so. Ja. Und das ist jetzt eher was für den Sommer, wo ich sage, okay, das ist jetzt was Frisches. Was Frisches, finde ich auch. Ich lass dich gleich nochmal riechen. Ja, lass mich nochmal riechen, wenn ich jetzt hier gleich stehe. Zum Beispiel, was auch ganz witzig ist, Jonas, seine Favoritenkerze ist die Nummer 1. Das ist eher so der schwere Duft, der auch den Männern bei uns am meisten gefällt. Und bei mir ist eher so die 3. eher was Frischeres. Boah, nee, da komme ich nicht drauf. Aber es riecht gut. Im dritten. Oder bei der Nummer 3 ist drin... Ja gut, man muss ja dazu sagen, es vermischt sich ja auch, deswegen kann man ja nie... Klar. Ja, das ist ja das Duftzusammenspiel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Also bei der Nummer 3 haben wir Orchidee und Lilie. Ah, Lilie. Ja, Lilie. Schwarze Orchidee. Aber das ist sehr schwierig, also... ja, also es weiß auch gefühlt niemand, wie eine Orchidee mal riecht. Hier. Ja, wir zünden sie gleich mal an. Ja. Das machen wir dann, wenn die Kamera aus ist. Ja, aber ich meine, so Raumdüfte, ich meine, habt ihr ja auch, ne? Ich meine, Abercrombie waren ja so die allerersten, die so Raumdüfte auch für Shopping genutzt haben. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bei Porsche auch mal, ich weiß nicht, einen Raumduft. Ja, Porsche sagt, okay, X-Line Slide, ja, meldet genau euch. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt hier ein Start einer Kooperation, eine Kooperation, man weiß es nicht. Ja, habt ihr auch. Genau, wir haben... Bei den Raumdüften ist es so, die Mindestmenge, die wir bestellen mussten, waren 200 Stück. Ja. Und wir mussten 200 Stück pro Duft bestellen. Mhm. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, nur die Nummer 1 zu nehmen. Sind das hier diese mit diesen, genau, ich würde es gerade mal rausholen. Ne? Sind es die gleichen Düfte dann wie bei den Kerzen? Also das ist nur die Nummer 1. Das also ist nur der Duft Nummer 1, die wir als Raumduft haben. Und es ist der gleiche Duft wie bei der Kerze Nummer 1. Mhm. Er riecht natürlich nochmal ein bisschen intensiver, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass man ihn halt durchgängig offen hat. Ne? Eine Kerze riecht ja eigentlich nur intensiv, wenn man sie brennen hat. Ja. Aber genau, also das wäre der Raumduft. Sieht auch sehr, sehr edel aus. Die Stäbchen rein und das war's. Schlicht, einfach. Ja. Ah, jetzt fällt mir noch eine Frage ein, das wollte ich ganz am Anfang. Wie seid ihr auf den Namen Lions Light? Ah, das ist, wir sind vom Sternzeichen her beide Löwe. Ja, eigentlich ist es gar nicht gut, ne, für eine Beziehung, aber passt dann doch. Ich wollte gerade fragen, ist bei meinem Löwe? Doch, es funktioniert. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit dem Sternzeichen, mit dem Astro-Zeugs, aber
ja. Funktioniert, ja. Gibt ja noch den Aszendent, ne? Vielleicht, ja, ja, vielleicht den gibt's auch. Den gibt's auch. Dann, ne? Ja, das stimmt. Ja. Naja, nicht. Also wir sind beide vom Sternzeichen der Löwe. Dann sind wir da irgendwie drauf gekommen und haben gedacht, ey. Ich weiß es sogar noch. Wir waren spazieren und haben philosophiert. Also romantisch. Ja, ganz romantisch. Ja. Die Duftkerze war auch mit dabei. In Gedanken war sie dabei. Haben philosophiert, wie könnte unsere Marke heißen. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, klar, Lion, Löwe, ne? Wir sind beide Löwe. Aber Light, dachten wir, es muss noch so eine Assoziation zu dem Thema Kerzen haben. Mhm. Und Kerzen, ne, die machen Licht. Und deswegen dann haben wir gedacht, auf Englisch hört sich ganz gut, an, Lion's Light, LL. Ja. Und damit waren wir dann sehr zufrieden, sehr happy. Und es war auch irgendwie so direkt bei uns beiden, hat es so gemacht. Und wir beide dann so, ja, das ist es. Perfekt. Ja, klingt cool. Ja, also ihr wollt ja auch weiter expandieren. Habt ihr irgendwo einen Firmensitz oder seid ihr noch zu Hause jeder? Oder wo habt ihr denn euer Lager überhaupt? Unser Lager ist bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer. Ja, so fangen alle guten Startups an. Ja. In der Garage oder im Kinderzimmer. Genau. Ja. Ja, das ist eigentlich ein recht großes Zimmer. Da können wir problemlos die ganzen Kerzen lagern. Wenn die Kerzen bei uns ankommen, dann kommen sie zwar gegossen an, aber wir müssen natürlich noch alles etikettieren, alle Kerzen verpacken. Ja, das machen wir alles bei meinen Eltern. Gut, der Vorteil von deinen Eltern ist natürlich, die haben eine kleine Kerze, wenn sie eine brauchen. Ne? Ja, genau. So ist es, ja. Na, uns riecht gut im ganzen Haus auf wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das stimmt. Wenn man da in das Zimmer kommt, da riecht es sehr intensiv. Duftet wie verrückt. Wie verrückt, ja, das stimmt. Ja, deswegen, also das machen wir alles in meinem alten Kinderzimmer. Ja. Genau. Da ist auch die Verpackstation. Da wird dann immer hingefahren, wenn eine Bestellung reinkommt. Und alles mit Liebe verpackt. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Eine Frage hätte ich noch. Macht ihr auf TikTok, macht ihr da auch? Seid ihr aktiv? Ja, also wir sind aktiv auf TikTok. Ja. Wir haben da auch schon ein paar Videos gepostet, also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ja, da gucken wir rein heute Abend direkt. Ja, gerne. Wir wollen da vor allem so ein bisschen in den Interior-Deko-Bereich gehen, also so ein bisschen Interior-Inspo, Deko-Inspo geben. Das ist so eigentlich unsere Idee, die wir auf TikTok haben. Genau, also dass die Leute auch sehen, wie könnte man jetzt die Kerze dekorieren. Genau, wie könnte man sie in Szene setzen. Was sieht stylisch aus. Wir waren da bei vielen Freunden schon zu Hause, die super schöne Wohnungen haben und haben die da ja in Szene gesetzt. Und uns ist es auch immer wichtig, dass das sehr modisch ist, sehr mit der Zeit ist. Aber schaltet ihr auch Ads? Haben wir tatsächlich haben wir. Schon. Ja. Das eher auf Facebook, also beziehungsweise Facebook, Instagram, also jetzt noch nicht so auf TikTok. Das wäre ich glaube, das stelle ich mir ganz, also keine Ahnung, aber ich denke mir immer, wenn man auf TikTok Ads schaltet. Ich weiß, was du meinst, aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja durch meinen anderen Job schon viel in den Bereich reingeschnuppert habe, TikTok ist ein ganz anderes Fenster als Instagram. Also da läuft Werbung ganz anders als auf Instagram. Ja, klar. Es ist nicht so typisch, ich halte was in die Kamera und gebe euch einen Rabattcode, kauft es bitte alle nach, sondern es ist eher die Story dahinter. Also die müssen das auf TikTok ganz schlau versuchen einzubauen in ein Video, dass es gar nicht so präsent ist und so ausschaut wie Werbung, sondern eher wie selbst gekauft aussieht und nicht wie platziert. Ja, aber ist interessant. Ein spannendes, ein soziales Medium. So, ja. Auf jeden Fall. Wo man auch viel Zeit verlieren kann tatsächlich, wenn man mal einmal drin ist. Da hast du recht. Wer kennt's nicht? Ne? Ja. So, wir haben jetzt noch eine kleine Challenge vor. Ne? Okay. Der Marvin von Malix, der hat was vorbereitet. Mhm. Es geht wohl um Sachen zu erriechen. Das machen wir immer so. Bei Startup und Cast danach gibt es immer eine Challenge. Sehr und schön. Gucken wir mal, wer gewinnt. Ne? Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Dann vor allem. Wir haben ja auch eine gute Nase. Wir müssen ja eine gute Nase haben. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da raus haben. Ja, ich bin auch mal gespannt, was der gute Marvin da rausgesucht hat für uns. Ich hoffe, wir blamieren uns nicht. Okay, let's go. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin Marvin von Malix vom Filmteam. Ich werde jetzt das Quiz leiten. Ich werde mit Sina und mit Jonas anfangen. Wir werden heute riechen. Wir haben vier Objekte dabei, beziehungsweise Stoffe und Flüssigkeiten. Es geht darum, natürlich möglich, vier von vier Gerüche richtig zu erkennen. Und wir quatschen jetzt nicht lange rum. Wir starten jetzt mit dem ersten Objekt. Ich bitte euch beide, die Augen zuzumachen, dass es schön fair bleibt. Ihr werdet dann das erste bekommen, dürft riechen und danach werden wir drüber reden. So, ich halte mal in die Kamera, was wir jetzt hier als erstes haben. Und Sina, Achtung, du darfst jetzt mal riechen. Okay. Okay, ich gebe mal dir, Jonas. Vielleicht riecht es nicht so stark. Ich weiß es. Okay.
Darf ich? Okay, warte, ich mach's mal weg. Mhm. So, dann Augen auf. Ich glaube, es war Honig. Was sagst du? Es hat mich irgendwie an Kakao erinnert. Was locken wir ein? Honig. Honig, das ist richtig. Wir hatten einen Honig. Sehr gut. Okay. Dann Objekt Nummer 2. Augen wieder zu. Haben wir hier für die Kamera, was wir hier haben. So, bin ich mal gespannt, ob... Ich glaube, das könnte die Sina als erster raten. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Jonas. Mhm. Sina? Ich weiß es. Okay, dann einmal eure... ihr dürft Augen aufmachen. So, ich glaube, entweder Nagellack oder Nagellackentferner. Nagellack. Wir haben einen Nagellack. Richtig, sehr gut. Okay. Augen wieder zu. Augen wieder zu. Jetzt haben wir das hier. Einmal Sina, Achtung. Und dann Jonas für dich. Kommt mir bekannt vor. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann reden wir nicht lange drum rum. Was ist eure Antwort? Duftkerze Nummer 1, Lineslide. Das ist unsere Kerze. Ja, also für die beiden natürlich nicht schwer zu erkennen. Aber wir sind gespannt, ob Fabian sie auch erkennen wird. Ob er vorhin sich im Auto den Geruch gemerkt hat. So, dann das Letzte. Das, glaube ich, wird schwer. Oh. Mhm. Dann Augen wieder zu. Jawohl. Bist du schon da? Nee, ich muss kurz aufmachen. Ich muss noch kurz aufmachen. Okay. So, Achtung, Sina kommt. Einmal Jonas, Achtung. Mhm. Kann ich nochmal? Jawohl. Boah, das ist sehr schwer. Ich würde gerne auch nochmal. Aber ihr riecht was? Ja, mhm. Ja. Mir kommt der Geruch bekannt vor. Boah. Ist es eine Creme? Das ist schwer. Dürfen wir die Augen aufmachen? Ja, ihr könnt aufmachen. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwas zu trinken. Mhm. Irgendwas Alkoholisches. Ja. Irgendwie wie so Jägermeister hat es gerochen. Aber nee, da war noch so ein bisschen Zimt mit drin. Ja. Können wir noch mal riechen? Ja. So, Sina, geht los. Wo ist das? Ich riech's nicht ganz. Ja, ich bin direkt vor deiner Nase. So, Jonas. Ja, das ist wirklich zimtig irgendwie. Ich glaube, das nimmt man zum Backen. Können wir die Augen wieder aufmachen? Jawohl. Ich glaube, wie heißt denn das, was man zum Backen nimmt, was so hochprozentig ist? Amaretto? Mhm. Nee, also, doch, ich würde. Strohrum ist hochprozentig. Oh, 80% Alkohol. Sehr schwierig. Nee. Okay. Irgendein Alkohol auf jeden Fall, aber irgendwas, was auch so leicht so eine Zimtnote mit drin hat. Ich komme leider auch nicht drauf. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr einloggt. Hast du irgendeinen Vorschlag? Also es ist was zu trinken, Alkohol, denke ich auch. Jägermeister fällt raus. Aber es riecht auch so, oder? Es riecht zimtig irgendwie. Ja, aber auch irgendwie so würzig. Ein zimtiges Getränk. Das reicht mir nur nicht als Antwort. Also wir locken ein Amaretto. Nee, das riecht nicht nach Kirsch. Dann musst du irgendeinen Vorschlag machen. Zimtschnaps. Zimtschnaps, ja, okay. Ja. Also ihr wart schon sehr, sehr stark, muss man euch lassen. Und zwar ist es ein Gin. Boah. Ja, aber, Achtung, ich stelle es mal vor, mit Wacholderbeeren und Zimt. Also Zimt war schon richtig gut. Aber das war extrem schwer. Also wir warten jetzt mal ab, wie Fabian, was er für eine Antwort gibt, weil ansonsten Alkohol mit Zimt ist eigentlich schon richtig gewesen. Wir warten jetzt mal, sollte es hart auf hart kommen und er auch alles erriechen und eine bessere Antwort haben und schauen wir, wer gewonnen hat. Okay. Gut, dann holen wir jetzt Fabian dazu. Er wird sich jetzt gleich mit an den Tisch setzen und dann schauen wir mal, wie er abschneidet. Wie ihr seht, sind wir jetzt vollständig. Fabian ist mit dabei. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wir fangen direkt an mit dem ersten Objekt. Also Fabian, einmal Augen zu, bitte. Mhm. Und ich hole schon mal das erste Objekt raus für die Zuschauer. Auch nochmal wieder hier. Du musst nichts machen. Ich komme direkt an deine Nase und jetzt kannst du mal riechen. Das Kümmel oder sowas? Okay, ich pack's wieder weg. Nicht, dass du es siehst. Okay, Augen, okay, kannst du wieder aufmachen. Nee, Kümmel ist es nicht. Kümmel nicht? Nee. Jetzt nochmal dran riechen. Ja, das riecht immer komisch. Dann lag es nicht an mir vorhin, dass ich es auch erst nicht errochen habe. Jonas hat es direkt gerochen und Sina nicht. Du hast gesagt, es ist aus eurem Sammelsurium, ne? Mhm. Ist aber noch nicht verschimmelt oder so. Nein. Es ist ein Naturprodukt, muss man so sagen, und man kann es essen. Mhm. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Es ist ein Naturprodukt und man kann es essen. Also ich mach nochmal auf. Macht man es eher in den Gewürzschrank oder? Da kann ich nicht. Es sind zu viele Tipps. Du wusstest sofort?
Ja. Er wusste sofort. Echt? Ich habe auch was komplett anderes gesagt. Ja, als ich finde, es riecht auch nicht so toll. Machen wir nochmal. Ich will es mal zurückstellen. Zurückstellen? Mhm. Okay. Wir starten direkt mit Objekt 2. Mhm. Augen wieder zu. Das riecht sehr stark. Mhm. Nagellack, Entferner. Jetzt ist die Augen. Nochmal. Nee, das passt schon. Ich hab's nicht gesehen. Ja, was von beiden? Nagellack oder Nagellack Entferner? Nagellack Entferner. Lassen wir beides gelten. Warte, lass uns mal riechen. Komm, ich rieche nochmal. Okay. Klassischer Nagellack Entferner. Okay, dann lass ich auch gedacht. Das ist tatsächlich Nagellack. Nein! Ah. Hab ich auch gedacht, ja. Echt? Ja. Jonas hat auch Nagellack Entferner gesagt, aber Sina hat ihr Veto eingelegt und gesagt, nein, das ist direkt Nagellack. Direkt habe ich es gewusst. Scheiße. Aber das riecht doch genauso. Ja, fand ich auch. Ich hätte auch eher gedacht, Nagellack Entferner. Das ist wahrscheinlich so ein billiger Nagellack. Wir starten. Kein Shellack oder so. Einmal Augen. Und dran denken, Augen erst auf. Mhm. Ja, ist da. Vanille, Tabak. Sehr gut. Nicht schlecht. Okay, ich pack's weg, Augen auf. Was lockst du ein? Was sagst du, was das ist? Vanille, Tabak hier, das ist die Katze. Welche Nummer? Oh, jetzt wird's schwierig. Nummer 1. Jawohl. Wir haben Kerze Nummer 1. Ja. Sehr gut. Mhm. Okay, dann das letzte. Ja, jetzt kommt dein Fachgebiet. Oh, echt? Das sehen wir. Da musst du dich jetzt auskennen. Okay, Achtung, es kommt. Mhm. Und ja. Mach mal weg. Ja. Und? Kannst du mal. Habt ihr sofort gewusst, was das ist? Nee, das war das, wo sie. Ist extrem sehr schwer. Schwierig. Je nachdem, was du für eine Antwort gibst, gibt es da einen Punkt oder nicht? Ich find, hast du eine Vermutung? Ich finde, es riecht so nach Hotel so ein bisschen. Uiuiui, okay. Okay. Also in besseren Hotels riecht es da manchmal so, also in der Sauna auch so ein bisschen. Ja, der Inhaltsstoff könnte in so Sauna-Sachen auch drin sein. Das stimmt. Ja. Das stimmt so wie so Zedernholz oder sowas in die Richtung. Ich würde nochmal riechen. Ja, lass nochmal riechen. Noch mal riechen. Okay. Hat irgendwas Nadeligem irgendwie. Augen zu. Kann es sein? Okay, Achtung, es kommt. Mhm. Ja, ist da. Riecht auf dem Weihnachtsmarkt, kann das sein, dass man auf dem Weihnachtsmarkt manchmal auch so riecht? Ja, ja, geht auch schon drinne. In die Richtung. Auch stark. Gib mir nochmal einen Zug. Kannst du mal die Hand nehmen oder erkenne ich es dann? Dann erkennt man es. Achso. Mach's mal bitte ganz dicht ran an den Kussel. Also ich war wirklich ein Echt? Zentimeter, ja. Echt? Ich bin jetzt höher auf deinem Mund, also es ist sehr nah. Ich kenne das. Mhm. Stell mal nochmal zurück. Oh, mal noch das, was anderes. Jetzt kommt das erste. Ja. Okay. Jetzt kommt das erste. Achtung, ich bin auch schon nah. Das riecht wie so ein scheiß müffeliger Schwamm. Das riecht total ekelhaft. Das riecht total ekelhaft. Aber es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes, was Essbares. Mhm. Ja. Meinst du, das esse ich auch? Ja. Echt? Ja. Das kann man nicht vorstellen. Doch. Doch. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du darauf stehst. Schön, was Veganes wieder, ne? Nee. Was vegan? Nee. 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 Das ist tatsächlich ist vom schwierig. Tier. Ja. Ja. Vom Tier? Aber jetzt wird es sehr schwierig. Es hört sich falsch an. Ja. Es hört sich falsch an. Es ist was Essbares, was eigentlich auch die meisten Menschen finden, ist sehr lecker. Ja. Mhm. Also. Aber mehr Tipps können wir jetzt nicht geben. Okay. Ist es trocken oder ist es... Wir können keine Tipps geben. Wir brauchen jetzt zwei Antworten. Gib mir noch einmal, komm. Mach mal den Namen. Wenn du weiter runter gehst, ist es gleich an die Nase. Okay, ich bin wieder weg. Okay, wir brauchen eine Antwort, sonst wird das Video zu lang. Ja, ja. Anders hat also es geht schon um einiges jetzt. Ja. Ja, ja. Du musst dich anstrengen. Ja, ja, ich finde es riecht so ein bisschen nach, könnte auch in Richtung Pilz gehen. Okay. Ich kenne gar keine Tiere, die Pilze produzieren. Ich auch nicht. Das ist der Trüffelpilz. Aber es ist ja auch kein Tier. Tier. Also, wenn wir haben ja gesagt, wenn das kommt vom Tier. Dann esse ich das nie wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Also lockst du aus. Okay. Aber wir können ja... Es ist ein Wildkräuterhonig. Ach, krass. Ja. Riech jetzt nochmal dran. Müffeliger Schwamm. Müffeliger Schwamm. Der riecht aber gar nicht nach Honig. Gell, das habe also ich auch gesagt. Ein bisschen fand Achtung, ich schon. Pass mal auf. Ich hole jetzt mal unseren Porsche Zentrum Mannheim Honig. Mhm. Okay. Und dann können wir auch vielleicht... Jetzt aber. Gibt's mal richtigen Honig aus. Da verdienen wir auch nichts. Anbau vom Porsche-Zentrum Mannheim. Jetzt riech mal den hier. Ja, zeig mal. Komm. So riecht Honig. Er riecht auf jeden Fall süßer.
Ja. Aber ich finde jetzt wirklich. Jetzt ganz das krass ist, anders ja. finde ich jetzt auch nicht. Das ist der gleiche. Ah, der jetzt nicht. Aber ja, der anderen Stock. Also ich rieche nicht so einen extrem Unterschied. Den muss man einmal rumrühren. Ja. Bevor du es machst, ja. Wir haben das letzte noch. Ja. Ready? Mhm, lass mal riechen. Ja, ist da. Scheiße, was ist das? Das gibt's auf dem Weihnachtsmarkt. Gell? Ist es so? Das gibt's bestimmt auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ja. Könnte es sein. Ich glaub, hast du das sofort gewusst? Nee, nee, wusste ich nicht. Nee. Aber das wusstet ihr, der Honig? Ja, den Jonas Honig habe ich erkannt. Auch. Aber das letzte ist richtig schwer. Ja. Ist auf jeden Fall ein Öl. Ich sag mal, ich sag Zedernholz. Irgendwie sowas die Richtung. Zedernholzöl. Ja. Okay. Es ist ein Gin. Ach du Scheiße. Und deswegen auch Weihnachten Wacholderbeeren und Zimt. Ah, ja. Zimt, die aber Zimt ist extrem schwierig. Ja. Den Zimt sehr schwierig. Ja, genau, den hat Jonas auch. Aber ist ja klar, dass du wieder Alkohol mitbringst. Ja, okay. Ja, habe ich leider verloren, aber. Ja. Haben wir einen Gewinner. Ja. Lineside One, sehr gut. Habt ihr euch verdient. Dankeschön. Also vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns die tollen Kerzen vorgestellt habt. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ja, was wünscht man einem Startup, was Kerzen produziert? Frohes Weiterbrennen. Aber bitte nur die Kerzen. Nur die Kerzen, ja. Nicht ausbrennen, das ist ganz wichtig. Und ja, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Startup in Cars. Ciao, ciao. 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 Yeah.